So, jetzt wollen wir erst einmal wechsle ich mal ganz dezent meinen Ring zum goldenen Schlangenring. So. Und sag den Tierchen hier Hallo. Das sind nämlich Sonnenlichtmaden. Und die droppen, wie der Zufall es so will, Sonnenlichtmedaillen. Das ist unsere einzige Chance, im Singleplayer an Medaillen zu kommen. So. Und diese Tür geht nur auf, wenn wir im Eid des Chaos Rang 2 erreicht haben. So. So. Und genau die Made hier droppt genau sich selber. Und eine Sonnenlichtmedaille. Okay, schon mal eine von vielen. Eine von fünf. Fehlen uns also nicht mehr viele. So, so. Aber von euch beiden droppt keiner. Hier haben wir nur unseren Crystallizer. Also ja, der Hauptgrund, warum ich da durch bin, ist die Sonnenlichtmade zu töten, die die Sonnenlichtmade gedroppt hat. Ja, klingt gerade etwas komisch. Also die diesen Helm hier gedroppt hat. Kettengamaschen. Ein widerlicher Parasit, der im verlorenen Eiselif haust. Vollkommen bewegungsunfähig, aber lebendig. Da er auf dem Kopf getragen, gleißendes Licht verströmt, nimmt bei ihm auch Sonnenlichtmade. Ja, ein Parasit. Und genau diesen Gegenstand will ich. Und hallo, Lost Iseliff. Das Gebiet nach den Dämonenruinen. Das ist übrigens die Abkürzung nach Lost Iseliff. An dem Titanid-Dämon da vorbei. Aber nee. Lost Iseliff nehmen wir uns ganz, ganz, ganz viel später vor. Ich will natürlich erst einmal Sonnenlichtmaden und die Dämonenruinen beenden. Und dann habe ich noch was anderes vor, bevor wir nach Lost Iseliff gehen. Aber erst einmal wieder den Ring wechseln. Und zwar hätte ich dieses Mal gerne wieder meinen Ausdauerring. Sicher ist sicher. Na, jetzt kommt ein uns wohlbekannter Boss. Und ja, es ist ein wohlbekannter Boss. Ist fast noch ein bisschen logisch, dass der uns dort erwartet. Weil wir jetzt hier durch die Nebelwand gehen. Ich will nämlich die Dämonenruinen auf dem ganz normalen Weg erstmal abschließen. Hallo, Demon Fire Sage. Wow. Der hat erstmal eine grobe Kelle. Und ja. Wow. Es ist genau derselbe Dämon wie im Asyl. Nur dass er dieses Mal brennt. Wow. Und wir ihn auf viel engerem Raum bekämpfen müssen. Was ihn etwas schwierig macht. Außer er macht ständig seine Flugattacke. Wow. Genau, der macht nämlich genauso magischen Schaden wie seine beiden Compadres. Beziehungsweise wie der andere Compadre. Wow. Den wir unten im Keller gefunden hatten. So, genau, mach einfach die Attacke weiter. Kann ich dich verdrücken? Das finde ich nicht so gut, wenn du dich verdrückst. Also ja, er ist im Allgemeinen genauso zu besiegen wie sein Kumpel. Immer schön hinter ihm bleiben und hoffen, dass er nicht gegen eine Wand springt. Genau. Und wenn er fliegt, weg und um ihn rumrennen.
Wow. Und dich zermatschen lassen. Gut. Tot ist er. Also ja, die Arena ist ziemlich kacke. Wenn ich es mal so ausdrücken darf. Menschlichkeit. Dämonenbeschleuniger. Den schauen wir uns doch gleich mal an. Klingt ein bisschen komisch, dass ein Dämon, Feuerdämon, einen Stab dabei hat. Dämonische Waffe aus geschmolzenem Gestein von Aizalith. Die Waffe des Dämonenfeuerweisers. Tolles Deutsch. Also der Demon Fire Sage, der Dämonenfeuerweise. Der Dämonenfeuerweiser war der erste Dämon und der letzte Meister der ursprünglichen Feuerkunst, bevor die Hexe von Aizalith von Chaos verzehrt die Pyromantie erschuf. Also ja, es gab wohl neben der Seelenmagie auch Feuermagie vorher. Hi Jungs. Hi Jungs. Aber die scheint wohl ausgestorben zu sein, die Feuermagie. Als die Pyromantie kam. Deswegen hatte der auch wohl einen Stab dabei. So. Wir kämpfen uns jetzt erstmal nach oben. Hey Jungs. Die hören sich so an, als ob sie da schlafen würden. So, die bewachen nämlich was? Seele eines Ritters. Jo. Hier sollte normalerweise im Originalplan das Chaosschwert liegen sollen. Das hätte nämlich eine weitere Sündenquest, so wie die von Lordwick, herbeirufen sollen. Und zwar hätte Shiva uns in der Schandstadt getötet, hätte sich das Schwert gestohlen. So war der Plan. Und dann hätten wir Shiva irgendwo, ich glaube in Ariamis, invasieren müssen mit einem schwarzen Augapfel. Aber das wurde leider alles rausgestrichen. So, gut. Das hier ist ein Aufzug. Und wer das Ding erkennt, das führt uns nämlich in auf direktem Wege zurück zu Quilaks Domäne. Das ist die perfekte Abkürzung, meiner Meinung nach. So, erstmal wieder abwärts. So, zu den Dämonenruinen. Hier dürfte nichts respawned sein, nur weil wir kurz das Gebiet gewechselt haben. Ist doch nichts respawned. Ja, aber ich hab's gerade nicht so mit nochmal durch alle Gegner durchkämpfen. Ich will einfach nur runter. Genau, hier runter. Denn hier wartet schon wieder ein Leuchtfeuer auf uns. So, das kurz aktivieren. Rasten und aufsteigen. Ja, Zauberei. Nicht. Gut. Na, dann geht es hier runter. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Hier lag nichts versteckt, doch. Seele eines Ritters. Sehr schön. Wow. Autsch. So wollte ich das eigentlich nicht machen, aber so geht's auch. Und da vorne ist ein Rufsymbol. Nämlich von unserem guten Freund Solaire. Das heißt, hier kommt schon der nächste Boss. Ja, die Dämonenruinen sind das einzige Gebiet, glaube ich, was drei Bosse hat. Hat überhaupt ein Gebiet mehr als einen Boss? Gibt es da überhaupt eins? Naja, die Burg der Untoten hat den Ziegendämon und den Taurus. Arno Londo hat Ornstein und Smaug und noch einen Boss.
Aber sonst fällt mir gerade kein Ort ein, der mehrere Bosse hat. Oder? Tiefenklaffdrache? Nö. Nicht wirklich. Gut, dann geht es jetzt hier los zum letzten Boss der Dämonenruinen. Und dem fiesesten. Genau dem da nämlich. Den haben wir schon mal gesehen. Und zwar, wenn wir oben bei dem Leuchtfeuer waren, kurz nach den Ziegendämonen, hing er da als Stein an der Wand. Der Chaos Tausendfüßler, ja. Der Chaos Tausendfüßler. Und der kann echt nervig sein, weil wir ziemlich geringes Kampfgebiet hier haben. Wir könnten ihm aber theoretisch den Arm abschlagen, wenn er näher rankommen würde. Was er gerade zum Glück tut. Au. Oder wir lassen uns einfach einen Gong von ihm verpassen. Und genau, hack weiter auf Soler rum. Und wir sind nicht schnell genug. Wow. Genau, komm näher ran. Genau, während du Soler packst, kann ich dich nicht treffen. Nein, natürlich nicht. Wäre auch zu schön und zu einfach gewesen. Aber jetzt müsste ich dich treffen können. Genau. Jetzt klammert er schon wieder an Soler rum. Und ich kann ihm auf den Schwanz hauen, genau. Indem ich ihn übrigens abhacken kann. So, dann wird er erstmal stinkig. Aber er droppt den verkohlten Ring. So. Der macht eigentlich einen Vorteil, weil wir jetzt eigentlich theoretisch mit ihm in der Lava kämpfen könnten. Machen wir aber nicht. Wir töten ihn einfach. Solange Soler noch lebt. Kommst du aus der Lava raus, Soler? So, ihr habt gesiegt. Sonnenlichtmedaille, jetzt haben wir schon mal 7, also fehlen uns gerade mal noch 3. So. Den Ring lege ich gleich mal an. Das ist nämlich der verkohlte, orangener verkohlte Ring. Dieser Ring gehörte einst der Pyromantin Carmina, der talentiertesten Schülerin von Salaman, dem Meister der Pyromanten. Ja, von Salaman haben wir von Quilana gehört. Der orangefarbene Edelstein ist zwar stark verkohlt, birgt aber immer noch Carminas Kräfte. Er reduziert den Schaden durch Lava und gewährt seinem Träger den Feuertrittangriff. Also ja, dank dem Ring können wir jetzt einfach durch Lava durchlaufen, ohne viel Schaden zu nehmen. Nur unsere Ausrüstung nimmt halt Schaden. So. Hier hinten sind zwei grüne Scherben versteckt, die meiner Meinung nach viel zu spät kommen. Und ich glaube, das war ansonsten alles. Seht ihr, die Lava macht uns kaum noch Schaden. Kann aber allerdings unsere Rüstung ein bisschen in Mitleidenschaft reißen. Wobei sich das arg in Grenzen hält mit der Rüstung. Wir müssen halt immer gucken, dass wir uns ein bisschen hochheilen. So. Hier hinten gab es nichts mehr und dann geht es hier weiter. Ja, Soler war hier und hat uns geholfen. Das heißt, Soler ist noch Lust Eiselif. Und hier treffen wir ihn auch schon. Tag, Kumpel. Why? Why? After all this searching,
I still cannot find it. Ja, er sucht immer noch seine Sonne. Why? Gut. Leuchtfeuer.